Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wege zur Weisheit, wo ich euch einige Weisheiten, Limericks und Zitate vorstellen möchte, die einen zum Denken anregen. Viel Spaß dabei! Erstens: Die Kleidung, die Sie tagtäglich anziehen, entscheidet mit darüber, wen und was Sie in Ihrem Leben anziehen. Von Agnes Anna Jarosch. Zweitens: Gabe ist immer Aufgabe zugleich. Von Otto Pötter. Drittens: Ein Weiser kann seine Meinung häufig wechseln, während er noch standhaft bleibt und hartnäckig an einen Irrtum festhält. Viertens: Wo aufgeschlossene Geister und bereite Hände existieren, wird es immer Neuland geben. Von Charles F. Kettering. Fünftens: Einer offenen und freien Gesellschaft bedarf es gründlicher Aufklärung in jedweder Hinsicht, keiner neuen Verbote. Von Vondermann Reinhardt. Sechstens: Der Weise bedient sich des Reichtums, der Narr lässt sich von ihm beherrschen. Hier ist der Autor unbekannt. Man schließt die Augen der Toten behutsam. Nicht minder behutsam muss man die Augen der Lebenden öffnen. Von Jean Cocteau. Achtens: Verwirrung lässt sich wunderbar stiften, indem man die Informationsmenge erhöht. Von Ramsey Tom. Neuntens: Der Weise schlägt vor, aber der Narr entscheidet. Hier ist der Autor unbekannt. Zehntens: Der unpraktischste Weg, nach oben zu kommen, ist der, an die Decke zu gehen. Von Robert Lemke. Elftens: Aufrichtig ist, wenn sich Worte im Verhalten spiegeln. Von Annelies Walus. 12. Die Weisheit wächst mit den Versuchen, sie zu zerstören. Hier ist der Autor unbekannt. 13. Aufrichtigkeit ist die verwegenste Form der Tapferkeit. Von William Somerset Maugham. 14. Wie schön kann ein Mensch sein, wenn du seinen Körper gar nicht mehr wahrnimmst und nur noch seine Aura bestaunst. Von Markus Keimel. Niemand kann allzeit weise sein, und selbst der Weiseste kann fallen. Auch hier ist der Autor unbekannt. 16. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Von Henry Ford. 17. Man könnte viele Beispiele für unsinnige Ausgaben nennen, aber keines ist treffender als die Errichtung einer Friedhofsmauer. Die, die drin sind, können ohnehin nicht hinaus, und die, die draußen sind, wollen nicht hinein. Von Mark Twain. Das nächste Mal, wenn du daran denkst, vor einem Problem zu fliehen, denke an die Eichel. Sie blieb, wo sie war, und wuchs zu einer mächtigen Eiche heran. Auch hier ist der Autor unbekannt. 19. Gutes Aussehen macht schlechten Charakter auch nicht erträglicher. Van Aartes Mert. 20. Die dümmsten Ratten sind die, die ihr Schiff verlassen, das gar nicht sinkt. Von Wolfgang Schäuble. 21. Mit jedem Aufwachen werden wir neu in diese Welt hineingeboren. Wir haben täglich die Chance, neu anzufangen und ein neues Leben zu beginnen. Unbekannt, wer das gesagt hat. Es entspricht ein Lebensgesetz. Wenn sich eine Tür vor uns schließt, öffnet sich eine andere. Die Tragik ist jedoch, dass man auf die geschlossene Tür blickt und die geöffnete meist nicht beachtet. Auch hier ist der Autor unbekannt. 23. Eine Autobiografie ist ein Buch, das gewöhnlich nichts über den Verfasser verrät, außer dass er ein schlechtes Gedächtnis hat. Von Franklin P. Jones. 24. Eine Sache kann nicht gleichzeitig sein und nicht sein. Lasse dich nicht von Illusionen und falschen Versprechungen enttäuschen. Auch hier ist der Autor unbekannt. 25. Autorität verabschiedet sich schnell, wenn jemand glaubt, er müsse sie autoritär vertreten. Von Tom Renzi. 26. Sie wollen einen Kredit? Zeigen Sie uns, dass Sie ihn nicht benötigen, und Sie bekommen ihn. Von Henry Ford. 27. Aus jeder verpassten Gelegenheit ergibt sich eine neue. Autor unbekannt. 28.
Schuldest du einer Bank weniger als eine Million, hast du einen Gläubiger. Schuldest du mehr als eine Million, hast du einen Partner. Unbekannt. Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Von Bertolt Brecht. Und last but not least, 30. wo auch der Autor unbekannt ist. Der Weiße weiß, dass keine Antwort auch eine Antwort ist. Ja, wie immer lasse ich euch mit diesen weißen Impressionen zurück. Wenn euch einen gefallen hat, könnt ihr ja gerne nochmal zurückklicken. Denn viele der Sachen sind nachdenklich und entweder offenbaren sie eine direkte Wahrheit oder man muss ein bisschen um die Ecke denken. Aber wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und dass vielleicht die ein oder andere euch tatsächlich irgendwann mal weiterhilft. Denn genau dafür gibt es diese Weisheiten. Und bis dahin sage ich, macht es nicht gut. Macht es nicht besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss!